Ihr Lieben, Fasten und Beten ist sehr wichtig. Es soll mit dem Tempel des Heiligen Geistes umgehen. Es ist, als würde man ihr Leben in Ordnung bringen, damit sich der Geist Gottes wie zu Hause fühlen kann. Wir bitten Gott und erlauben dem Heiligen Geist, uns zu helfen, unseren Weg mit ihm in Einklang mit seinem Willen zu machen. Frauen machen gerne Spring Cleaning in unsere Häuser und Wohnungen. Warum? Weil sie unnötige Dinge loswerden wollen, die nicht mehr nützlich sind. Manchmal engagieren uns wir uns so in Dinge und die Freuden dieser Welt, dass unsere Tempel des Heiligen Geistes überlastet werden. Wir erlauben Sünde in unserem Leben. In Matthäus 9, Vers 17 sprach Jesus von dem neuen Wein. Ich denke, die alten Dinge sind weg. Und es ist Zeit, Platz für neue Dinge zu schaffen. Ich möchte euch ermutigen, euch bereit zu machen und neue Dinge zu erwarten. In dieser Woche geht es darum, alte Gewohnheiten loszulassen. Jesaja 43, Vers 19 wird Gott sagen, dass er etwas Neues tun will. Tatsächlich hat er angefangen und er fragt, ob seine Volk das nicht sehen können. Mit anderen Worten, wir müssen im spirituellen Bereich anfangen. Mit dieser Fastenzeit möchte ich euch ermutigen. Wenn der Heilige Geist dir zeigt, was er in deinem Leben nicht macht, bitten Jesus, dir zu vergeben. Wenn unser Jesus, der keine Sünde hatte, es notwendig fand, seinem himmlischen Vater zu beten und zu fasten, wie viel mehr sollten wir fasten und mehr wie Jesus werden. Gott segne.